So, moin, jetzt kommt das Let's Play Crisis Core Final Fantasy 7. Jo, im letzten Mal haben wir uns Mako Charakter 5 umgesehen. Haben auf Holländer getroffen, auf Genesis getroffen. Haben jetzt die Aufgabe von Sephiroth gekriegt, dass wir Holländer fangen sollen. Und das würde ich sagen, machen wir dann auch. Und jetzt geht's weiter. Innere Platte, Reaktor, was auch immer. Ich kann es nicht lesen. Es gibt keinen Entkommen, Holländer. Stimmt, wir haben mich gleich. Was geht da oben? Warte mal, kurz mal schauen, was hier oben ist. Ist ja kein Druck. Okay. Schade. Ich glaube, wir haben gleich einen Bossfight. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Bossfight haben, man. Deswegen werde ich jetzt einmal safen, sicherheitshalber. Und dann gehen wir mal gucken. Na, Bossfight? Ja, Bossfight. Sogar ein dreifacher Bossfight. Er ist ziemlich böse, sogar der Bossfight. Ich erinnere mich an den Kampf. Aus dem Weg, Altmetall! Oh, das ist ein Bossfight? Das ist ein normaler Kampf sogar. Okay, ich nehme es zurück. Es ist kein Bossfight. Ich nehme es zurück. Aufpassen. Okay, die sind ziemlich gemein. Na, gemein nicht. Die sind gemein, die Bombi. Okay, angreifen wieder. Ganz, ganz fix. Einen von denen auf jeden Fall zerstören, weil die sind ultra alter, nervig. Das Gute ist, wir haben zum Glück einmal noch Phönixfeder. Das heißt, wir können sogar einmal, wenn es klappt, wenn sollte, einmal sogar sterben lassen. Aber ich werde es nicht drauf riskieren. Na, weil es nicht sein. Alter, weil es nicht sein muss. Wow. Das war eine sehr knappe Phasenmodulation. Wow. Hätte auch schief gehen können. Was geht ab? Geh ruhig vor, Sephiroth, das erledige ich. Ich glaube, es ist halt down. Ja, war schneller. War viel schneller. Hast du was gesagt? Los, weiter. Hat ihn gemobbt. So. Und einen ordentlichen Boost wieder. Und 8-5. Also jetzt müssen wir den Typ mit der Kettensäge, den Kettensägen-Typen besiegen hier. Der vor mir steht, genau. Und greifst du eigentlich den an? Das ist eindeutig der falsche, du Arsch. So, egal. Wir sind hoch wieder, das ist gut. So, zack, schöner Schockabsorber halten, er ist down. Gut. Warum heile ich mich eigentlich? Ich bin eh voll geheilt zurzeit. So, danach der hier vorne. Wow. Oh mein Gott, ey. Okay, Raketen aufpassen. Alter, okay, hat mich nicht erwischt. What? So, egal. Ja, ich hätte echt erwartet, dass er mich jetzt erwischt, aber hat er Glück gehabt? Glück gehabt sogar. Aufpassen wieder. Jetzt hat er mich aber tatsächlich erwischt. Arschloch, ey. Ich finde das in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung. So, zack. Jetzt geh doch kaputt. Wow. Okay, jetzt müssen wir uns wieder heilen sogar. Ich habe keinen Bock, jetzt hier drauf zu gehen. Das ist so ein Kram hier. Okay, da war ich. Verdammte Achse. Da war ich ein bisschen zu schnell. So, die Raketen. Das heißt, wir müssen jetzt endlich mal den auch kaputt bekommen. Alter, Partisan geht ja wohl Hammer auf den Keks, ey. Ich kann ihn nicht mal angehen. Garfreit, einmal die Arme besiegt. Okay, einmal heilen wieder. Ich glaube, wir haben es auch gleich geschafft. Alter, wir haben es auch gleich geschafft. Jetzt kommen wir her. Lass uns mal angreifen jetzt. Haben wir es nicht gleich geschafft. Und dann können wir auch weitergehen. Mal sehen. Aber ich glaube, jetzt können wir auch schon gar nichts mehr machen, weil er aus dem Angriff nicht rauskommen wird hier. Naja, sieht nicht so nach aus, ne? So, Phasenmodulation mit Zeng. Ich glaube, wir haben sogar fast alle Charaktere jetzt drin, ne? Einer, zwei Stück fehlen nur noch. Ich glaube, wir haben sonst echt alle. So, hat geklappt. Und kein Level Up, aber einen schönen Boost wieder. Und einmal Luftschlag Stufe 3. Yay. I'm trying. Woo! Und boom. Na, 699 Schaden. Nicht viel, aber immerhin. Jetzt sind wir ein Dreier-Kombo angefangen hier. Na, und jetzt geh doch kaputt da. Weil es egal, wir haben Resistenz, können wir wieder angreifen ganz normal. So, Schokobo-Armband erhalten. Und das war's. Hollander, do you understand what you're doing? Working for Hollander now? What is it you're after? World domination. That's not even funny, man. How about revenge? For what? Angeal! I've become a monster. A monster's objective is usually world domination or revenge.
You're wrong. Those aren't the wings of a monster. Well then, what are they? Angel's wings. I see. Then what should an angel fight for, Zack? What do angels dream of? Angel. Angels dream of one thing. Please, tell me. To be human. Defend yourself! Übelster Absturz, ey. Auch Leute, die Final Fantasy 7 gespielt haben, werden sich an sowas ähnliches erinnern. Das ist ja gerade der Protagonist aus dem Spiel auch gehabt. Sowas ähnliches. Er ist auch abgestürzt aus dem Makoreaktor. Aber ich werde es nicht so erzählen, dass nicht gespoilert wird, ne? Tell me what happened. Mom? I want to help out a friend. But I don't know how I can do it. Hello? Mom? Hello? Hooray! Heaven? Not quite. Church in the slums. Hmm? An angel? No, I'm Aerith. You fell from the sky. Huh? Scared me. So you saved me, huh? Not really. Hello? That's all I did. Thank you so much, Aerith. I'm Zack. I have to repay you somehow. Don't worry about it. No, no. Hmm. Uh-huh. Hey, how about one date? What is that? Don't be silly. But... Stop! Don't step on the flowers. Excuse me? Normally, people are more careful with flowers. Well, I guess I'm not normal. Oh. You don't see a lot of flowers in Midgar. They're like luxury items around here. They only grow here. Although, I planted some outside my house too. If I were you, I'd sell them. Hmm? Midgar's full of flowers. Your wallet's full of money. Midgar full of flowers. Wallet full of money? Never thought of it that way. Ja, eine sehr schöne Begegnung. Aerith vor dem DBW-Matrix hinzugefügt. So, somit haben wir jetzt die vorletzte Person bekommen. Es fehlt nur noch einer jetzt. Darüber werde ich auch nicht erzählen, weil wir das eh noch sehen werden. So, 6 Stück haben wir, die werde ich jetzt nochmal lesen. Aufschreibung, Schatzprinzessin. Hallo, ich suche nach Gefährten, die mich auf Schatzsuche begleiten. Hättest du nicht Lust? Wenn ja, dann hätte ich einen Test für dich. Irgendwo in einer Ebene soll Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten einen Schatz versteckt haben. Wenn du den findest, bist du würdig, an meiner Seite ins Abenteuer zu ziehen. Als Schatzjäger könntest du sicherlich so manches Nützliches finden. Klingt ziemlich aufregend, ich finde es nicht. Viel Glück. Okay.
So, hab mir Loveless angeschaut, Kunzel. Schon gelesen, Genesis wurde als gefallen gemeldet. Starker Tobak, wenn du mich fragst. Jungs reden sich schon den Mund fusselig darüber. Ich habe heute die Aufführung von Loveless angeschaut. Genesis war ja vollkommen begeistert davon. Hatte den sterbenslangweiligen alten Schwank erwartet. War aber doch ganz gut. In der Auffassung ist ein Typ der Held, der auf die Inszenierung setzt, die Frau, die ihm zur Seite steht, in den Mittelpunkt der Handlung. Heimmeister hat mich das Ende berührt. Der Typ sagt zu deiner Gefährtin, selbstverständlich komme ich zurück, denn ich weiß, dass jemand auf mich wartet. Auch wenn wir uns nicht versprechen, ich hätte Rotz und Wasser heulen können, ehrlich. Okay, notwendig für eine Fusion. Für eine Fusion werden SP benötigt. Okay, jetzt brauche ich nicht vorgelesen. Tutorial. So, unteraufgeführte Personen sind im Dienst für die Firma gefallen. Angel Rang 1 und Genesis Rang 1, okay. Naja, ob das genau stimmt, wissen wir ja nicht. Das, wir haben es ja gesehen, die leben beide ja noch. Außer Sephiroth hat jetzt Genesis gekillt, aber das bezweifle ich sehr stark. So. Was geht, Aerith? Suchst du den Ausgang? Der ist da drüben. Willst du schon los? Ja, können wir langsamer, ne? Ich muss langsam aufbrechen. Vielen Dank nochmal, Aerith. Kein Problem. Hier gibt es auch eine kleine Sidequest. Aber ich weiß nicht, ob ich die euch zeigen werde. Bin mir nicht sicher, weil es eine längere Zeitquest ist und eine ziemlich aufwendige Zeitquest auch. Meiner Meinung nach. Sag mal, wo wohnst du hier? Ja. Wo willst du hingehen? Weiß nicht genau. Ich bringe dich hin, okay? Wohin? Weiß ich auch noch nicht genau. Du kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Ja. Was? Wie jetzt? Jetzt echt? Die Reaktion. Ja, ich kann sie von mir trennen. Nee. Sie sind unter der Platte, oder? Sektor 5, die Slums. Ja. Ein Stück weg. Runter liegt das Zentrum des Slums. Da treiben sich immer eine Menge Leute rum. Außerdem kommt man von dort rauf auf die Platte. Ich werde dich bis dorthin begleiten. Von der Stadt aus komme ich bestimmt irgendwie wieder zurück. Gut, dann zeig mir den Weg. Ja, wir sind jetzt unter der Platte. Okay, wir bringen dich zum Slumset-Rum. Wir sind jetzt unter der Platte, also unter der Stadt, wo wir vorher waren, wie eine Mail. Oh, immer dieses Gestresse, ey. Jetzt was wir machen können, aber. Das nervt mich jetzt total, dass sie alle angezeigt werden, dass sie noch nicht gelesen haben. Das nervt mich, solange das da oben steht. Da stehen auch die Effekte gerade vom BW. Einmal einen neuen Laden bekommen, dann können wir auch gerne mal schauen nehmen. So, kurz mal Eingang nochmal. Okay, das zeigt Mitglied ab heutigen Tag ab sofort den ersten Rang, okay. Ja, wissen wir bereits, ja. So, kurz mal in den Agentenbedarf. Dann können wir kurz mal schauen, was wir nicht haben. Feuer haben wir nämlich gar nicht mehr. Also wenn wir Zeit, das wieder haben. Amerika heilt alle negativen Zustände. Analyse haben wir auch nicht. Und die Accessoires sind mir wurscht. So. Jute, wollen wir mal loslegen. Da-da-dam, 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 dam. Ist ja eigentlich Monster. Ich weiß nicht genau. Ah! Okay, tatsächlich. Monster! War doch langsam langweilig. Wir müssen fliehen, Zack. Keine Sorge, Baby. Um die kümmere ich mich. Bist du sicher? Bin ab schon zurück, damit du nichts abbekommst. So. Ja, wir sind ein bisschen getrainiert ja schon, ne? So, down. Und da ist die Aerith-Dinger. Mit der Aerith-DBW kriegen wir es hin, dass wir einmal komplett geheilt werden. Und wir sind unbesiegbar eine Zeit lang. Das kommt dazu. An deiner Stelle braucht man keine Angst zu haben, was? Ist ganz geil eigentlich. Meinst du? Ja, die Monster waren ein Klacks für dich. Du bist wirklich stark. Stark, meinst du? Ist was? Nein, alles gut. Gar nichts. Wie auch immer. Diese Igelviechern stürzen sich jederzeit die Stacheln. Ziemlich cool, oder? Wir sind irgendwie nicht weit gekommen in der Kirche, oder? Weiß nicht. Aerith, in solchen Momenten darfst du ruhig ein bisschen mehr aus dir, du Sack. Lass uns weiter, ja? Hallo? Ich rede mit dir? Hey, dann hab ich weggeschoben, ey. Arschloch. Dann hab ich aber weggeschoben, ey. Ich glaube, es hackt. So. Warte auf mich. Ach, nur weil du langsam bist, ey. Zieh doch mal wieder andere Schuhe an, dann bist du auch schneller. So. Wo sind wir? Hier liegt also das Slumzentrum, ja. Was hast du?
Die Slums sehen fast so aus wie eine ganz normale Stadt. Klar, was dachtest du denn hier? Viele Leute nehmen mir hier schon jahrelang. In dem Tor liegt ein Markt. Zudem gehe ich immer gerne hin, weil es so viele Stände gibt. Außerdem kommt man dort von da aus auch hoch auf zur Platte. Na, können wir gleich machen. Ich will mal kurz gerade durchlaufen, um zu schauen, was da abgeht. Und dann können wir mal kurz schauen, wie eine Mail. Können wir gerne mal nachgucken, was es ist. Ja, zu 6 Mark geht's in der. Ja, gut, okay, wir können nicht da lang. Schade. So, Holländers T-Shirt. Hat mir sagen lassen, dass das Lieblingsshirt von diesem Holländer das Logo des berühmten Pandora-Apfel-Kompostdosen ziert. Ob der Typ wirklich so versessen auf die Äpfel ist? Oder hat er auch seinen Finger bei dem im Spiel, was Pandora abging? Seine Arbeit in der Forschungsabteilung war regelmäßig ein Desaster. In abteilungsinternen Machtkampf unterlag er und wurde von einem bedeutungslosen Posten unterbefördert und hat sicher einen tierischen Hass auf Shinra. Aber da er Firmengeheimnisse kämpft, werden die ihn auch nicht kündigen lassen. Ob das T-Shirt ihm wohl als Stressausgleich dient? Weiß man nicht, ne? Sie könnten mir gut vorstellen, dass er so ein Typ ist, der sich so ein T-Shirt trägt und denkt so, oh, jetzt bin ich entspannt, ey. Könnte ich mir gut vorstellen bei ihm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir hier die Decke auf den Kopf fällt. Echt? Ist aber immer so wie immer, eigentlich. Jetzt weiß ich warum. Man kann den Himmel gar nicht sehen. Das kann auch so bleiben, finde ich. Jetzt wirklich, normalerweise müsst du doch nach einem blauen Himmel sehen, den du das ganze Jahr hier unten lebst. Tja, ich fürchte, ich bin auch nicht normal. Und wieso nicht? Der Himmel macht mir Angst, er wirkt so bedrohlich, als könnte er mich jeden Moment verschlucken. Verrückt, was? Ach Quatsch, normal ist eh langweilig. Meinst du wirklich? Ich habe eine Idee. Irgendwann einmal werde ich dir den ganzen schönen Himmel zeigen. Einen, der dir keine Angst macht. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich davor zu fürchten. Du wirst ihn bestimmt mögen. Ja, siehst du, geh doch. Geht doch, Mensch. So, Slums Markt. Warte auf mich wieder. Yay. Okay. Was geht hier ab? Item World. Hey. Sieht ja gar nicht so uninteressant aus. Ja, sollen wir uns etwas umsehen? Hey, du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Pass gefälligst auf. Du Zack, fühlst dich nicht zufällig erleichtert? Um etwas aus deinem Besitz meine ich. Mir soll etwas fehlen? Ich glaube nicht. Was? Ah, mein Geld! Ja, es ist weg. Es war bestimmt dieser Junge, denn wenn ich den erwische, kann was. Warte, Zack, ich kenne diesen Jungen. Du kennst ihn? Er muss einen Grund dafür geben, sonst hätte er es nicht getan. Was auch immer, stehen gehört sich nicht. Den werde ich mir schon schnappen. Und dann lass ihn uns nach den Gründen fragen. Ich hole ihn her. Hey, Aerith! Weg ist sie. Ich sollte wohl besser auch nach ihm Ausschau halten. Vielleicht hat irgendwer von den Leuten hier was gesehen. Ich sollte mich durchfragen. Okay. Ich stecke noch mitten in der Vorbereitung für das Rati-Zahlspiel. Darf ich etwas Geduld bitten? Ja, okay, du hältst mir nicht. Wie mit dir aus? Wenn es um Materia geht, bist du an der richtigen Adresse. Führe alles von High-End-Produkten bis zu billigen Plunder. Wir haben eine Mail bekommen wieder. Mensch, ich bin ein Handwerker, der die ganze Welt bereist. Und dieses Holz gehört mir. Lass bloß deinen Finger davon. Okay, keiner will mir helfen. Ich führe alles von Geschenken für die Liebste bis zu Dingen für den täglichen Gebrauch. Ich bin auf anderer Stelle für Accessoires. Okay. Ich glaube, ich... Ich wollte jetzt gar nicht da hochgehen. Ob er vielleicht hier abgehauen ist? Hey, du da. Ist dir vielleicht ein kleiner Junge entgegengelaufen? Ein Junge? Nicht, dass ich wüsste. Dieser Weg führt ja hoch zur Platte. Kinder verirren sich da eigentlich nicht hin. Mist. Suchst du jemanden? Allerdings. Du hast ihn verloren. Allerdings. Lass mich raten, du wolltest um deine Gilbe erleichtert, was? Wie bist du denn darauf gekommen? Wenn du dein Geld wiedersehen willst, dann brauchst du Hilfe. Hilfe? Hey, alleine jemanden zu finden, ist so gut wie unmöglich. Du sollst die Händler und Passanten um Hilfe bitten. Mit Händler und Passanten? Gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich sollte mich umhören. Vielleicht hat hier jemand die Göre gesehen. So, jetzt bin ich das Spiel hochgelaufen. Ja, top. Das wollte ich gar nicht. Weil die Sicht sich gerade so knack gedreht hat. Aber Leute,
Bevor wir das machen werden, werde ich die Part an dieser Stelle beenden. Und im nächsten Part werden wir uns eine Untersuche nach diesem Kind machen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.